Der Werfende Speer macht Schaden. Schön, dass mein Hund hier plötzlich zum Schnüffeln anfängt, obwohl er gar nicht da ist. Habt ihr das auch gehört? Okay, also wir werden uns hier nochmal überall umsehen, sobald wir Hundi haben. Geil. Das gefällt mir sehr. Nein, den Einnahmen habe ich einfach daneben getroffen. Au. Der eine war schon wieder daneben. Wenigstens ist es einer weniger. Das gibt's doch nicht. Den treffe ich die ganze Zeit nicht. Mist, ich habe zu früh losgelassen. Schon wieder daneben. Aber jetzt. Beide daneben? Hey, was soll das? Einen getroffen, aber der andere ist schon wieder daneben. Ja, endlich, Treffer. Okay. Wir sind jetzt also in dieser Wüste. Ich krieg Schaden. Wahrscheinlich, weil die Wüste so heiß ist. Ah ja, okay. Und wir gehen die ganze Zeit, also wenn ich nach links gehe, diese Formation hier hatten wir bereits. Dass erst das da kommt und dann das da. Das heißt, wir haben hier halt einfach nur Pech. Das heißt, wir können jetzt hier ein bisschen nach oben gehen. Jetzt sind da zwei Spinnen. Daneben. Benutzen wir einen Nektar. Wobei, nein, wir haben 5. Zauberperlen haben wir 7. Benutzen wir trotzdem einen Nektar. Wir können uns ja noch 2 leisten. Au. Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? So, 2 Schläge sind schneller. Als aufzuladen. Nein! Oh Mist. Ich wollte dem jetzt hinterher und das ist einfach nach unten an die Grenze. Oh, was haben wir denn da? Eine Oase. Dumpfbacke, soll ich dich mitnehmen? Bitte nicht. Mach, was du willst, Wasser. Der Weg ist lang. Okay.
Vergiftet, na toll. Ich bin doch schon vergiftet. Ich greife jetzt aus der Entfernung an. Geil, wir haben das auch gekillt. Oh nein, ich greife erst die Spinne an. So, jetzt. Dann können wir jetzt Krafttauch machen. Nicht Krafttauch, sondern... Na, wo ist denn? Heilaura. So, nicht mehr vergiftet. Ich lasse die mal. Ich glaube, die kommen immer wieder. Die sind hinüber. Au. So, einmal Nektar mache ich noch. So, wo kommen die nächsten Gegner? Okay. Ich hatte jetzt tatsächlich damit gerechnet, dass das Boot schon wieder da ist. Aber nein. Au, dafür hat uns die erwischt. So. Der Weg ist lang, sagt er. Der Weg scheint auch lang. Au. Aber egal, ich möchte ihn einmal zu Fuß gehen. Ich habe gerade losgelassen, um zu werfen. Wo kommt denn das Viech jetzt auf einmal her? Ich höre die ganze Zeit Hundi riechen, schnüffeln. Krafttauch, machen wir mal. Den möchte ich besiegen. Das ist das erste Mal, dass wir so einen sehen. Falsche Richtung, verdammt. Au. Ich treffe ihn nicht. Okay, keine Ahnung. Lassen wir einfach. Irgendwie habe ich langsam das Gefühl, dass wir gar nicht durchkommen können. Jetzt habe ich ihn erwischt. Diese Formation da, die sehe ich jetzt schon zum x-ten Mal. Obwohl wir die ganze Zeit nach oben gehen. Ich glaube, ich gehe wieder zurück. Und ich wette, der Weg zurück wird nicht allzu lange dauern. Vergiftet, na toll. Erwischt. Ach ja, ich bin vergiftet.
So, das ist hinüber. Schade, das ist schon wieder zu früh losgelassen. Bin ich jetzt wirklich... Ist der Weg wirklich so lange? Nochmal ein Krafthauch. Beide daneben. Wahrscheinlich war ich jetzt schon fast ganz oben. Okay. Seltsam. Der Weg. Ich habe das Gefühl, wir sind viel länger nach oben gegangen, als tatsächlich wieder nach unten. Das heißt, irgendwann kam wirklich wieder diese Schleife. Wir gehen, fahren das jetzt mit dem mit. Hey, Weichei, soll ich dich mitnehmen? Das wäre nett. Die Fahrt durch die Wüste kostet dich ein Amulett. Hast du es? Na klar. Ich glaube, wir haben uns missverstanden, Weichei. Du brauchst das Amulett des Charon, um mit mir reisen zu können. Amulett des Charon, okay. Wo kriegen wir das? Ich laufe jetzt einfach die ganze Zeit nach oben. Vielleicht klappt es ja doch. Amulett des Charon. Wenn da jetzt nochmal sowas... Ich glaube, wir sind schon in der Schleife. Ja, wir sind in der Schleife. Da kommt. Also, es geht nach oben nicht mehr weiter. Es sind auch immer diese drei Büsche, bevor diese zwei Felsen kommen. Selbst die Sandbänke sind identisch. Au. Wir kommen also hier nicht durch. Und wir sind jetzt so oft nach oben gelaufen und trotzdem haben wir hier diese zweite Oase. Die wir vorhin bereits zu Beginn gesehen haben. Das ist die Oase. Ich laufe mal bei der Oase nach oben. Also die Oase müsste ja jetzt gleich wieder kommen. Nein, die Oase gehört nicht zur Wiederholung. Da ist das Flugviech. Gleich müssten wir wieder... draußen sein. Au. Da gibt es doch irgendwo dieses Skelett, oder? Irgendwo habe ich ein Skelett gesehen. Wenn ich das nochmal sehe, möchte ich da gerne mal testen, ob da was ist. Wie kommt jetzt gerade gar nichts mehr? Als ob wäre ich jetzt auch nach rechts in einer Schleife. Ah, jetzt. Komme ich denn da nicht weiter?
Au. Wir können jetzt folgendes... Wisst ihr was? Ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Ich laufe 10 Minuten nach oben. Wenn ich nach 10 Minuten immer noch nicht durchgekommen bin, dann weiß ich es auch nicht. Au. Schön, dass er mich einholt. So, da ist jetzt wieder eine Oase gewesen. Jetzt sind das schon drei. Vergiftet. Nein. Ja doch, Heilaura. Habe ich auch nur noch zwei. Es sind schon vier davon. Au. Da ist schon wieder die Oase. Obwohl ich jetzt die ganze Zeit nach oben gelaufen bin, kommen gerade schon wieder die Oase. Das ist jetzt die dritte eigentlich. Vielleicht geht's ja doch durch. Wisst ihr, ich wollte mich gerade... Gerade wollte ich blocken. Da kommt doch bestimmt gleich eine vierte Oase. Ja. Könnte natürlich die gleiche sein, aber keine Ahnung. Jetzt sind da zwei Spinnen.